Ajnana, Unwissenheit. Yoga Vidya, Sanskrit Lexikon. Ajnana heißt Unwissenheit. Ajnana ist Nichtwissen. Jnana ist Wissen und Erkenntnis. Ajnana ist das Gegenteil. Ähnlich wie Vidya ist Wissen und Avidya ist Unwissenheit. Es gibt einen schönen Vers in der Guru Stotram. Ajnana timarandasya jnananjana shalakaya. Das heißt, beseitige den Katarakt, der das Unwissen erzeugt. Führe mich zum Wissen. Es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass du vieles nicht verstehst. Viele Menschen nehmen einfach das, was sie wahrnehmen, als richtig an. Man sieht einen Menschen und hat Schlussfolgerungen. Man liest irgendwas im Internet und liest irgendwas, was dort behauptet wird, und nimmt es erstmal für wahr. Du kannst dir bewusst sein, manches mag wahr sein, manches mag nicht wahr sein. Aber vieles ist auch Ajnana, Unwissenheit. Swami Vishnu Devananda, der Meister, bei dem ich gelernt hatte, hat gerne gesagt, sei dir bewusst, dass dein Geist dich manchmal in die Irre führt. Der Geist bemüht sich zwar, dir das Richtige zu sagen, aber er stammt letztlich aus Ajnana, aus der Unwissenheit. Das höchste Wissen ist nicht ein Wissen, das über Gedanken und Gefühle kommen kann. Das höchste Wissen kommt jenseits davon. Daher sei dir bewusst, dass du dich öfters irrst. Und sei dir bewusst, andere haben genauso ein Recht, sich ab und zu mal zu irren wie du selbst. Du kannst dich selbst trotzdem lieben, du kannst andere lieben, selbst wenn man öfters mal auf dem Holzweg ist. Daher, aus dem Bewusstsein von Ajnana kommt Mitgefühl. Aus dem Bewusstsein von Ajnana kommt aber auch der Wunsch zu lernen. Aus dem Bewusstsein von Ajnana ist das Bemühen, das Richtige zu erkennen. Ajnana, Unwissenheit. Ajnana, Unwissenheit.